Neben den etablierten mechanischen Drillmaschinen hat Amazone sein Angebot um die Kataya 3000 Super erweitert. Neue Wege geht Amazone nicht nur in der Modellbezeichnung. Hat die Maschine doch jetzt einen eigenen Namen bekommen. Kataya. Bei der Ergänzung 3000 ist unschwer identifizierbar, dass es sich um die im mechanischen Drillbereich üblichen 3 Meter Arbeitsbreite handelt. Gleich vorne am Saatkasten befindet sich das neue universelle Bedienwerkzeug für die Einstellung der Spuranreißer, Ablagetiefe, Schaddruck, Exaktstriegel, um nur einige zu nennen. All in one lautet hier die Devise. Ein überklappbarer Treppenstufen erreichbarer Ladesteg erleichtert das Befüllen der Sämaschine. Die großzügige Befüllöffnung erlaubt einen schnellen Befüllvorgang mit Frontladerschaufel und Big Bag, aber auch per Sackware. Der Füllstand des Saatgutbehälters wird von einem einstellbaren elektronischen Leermeldesensor überwacht. Weiteres Plus sind Kontrollfenster und eine Behälterinnenbeleuchtung. Um dem Anwender die Bedienung weiter zu vereinfachen, bietet Amazone mit dem neuen Smart Center eine übersichtliche Anordnung der wichtigsten Einstellungen. Dieses ist praktisch und komfortabel an der Seite des Saatgutbehälters platziert. Das Dosiersystem kann rasch eingestellt und kalibriert werden. Electric Drive heißt der neue serienmäßige elektrische Dosierantrieb. Wir schätzten die dadurch komfortable und vollautomatische Kalibrierung. Der elektrische Antrieb bietet zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel das Vordosieren des Saatguts am Feldanfang sowie die Erhöhung und Verringerung der Saatstärke während der Arbeit. Für die Kataya stehen für die Erfassung der Geschwindigkeit verschiedene Signalquellen zur Verfügung. Neben Radarsensor oder dem GPS-Signal kann auch das Geschwindigkeitssignal des Traktors genutzt werden. Das neue von Amazone entwickelte Prezis-Dosiersystem mit integriertem Auslauftrichter soll für minimale Restmengen und gleichmäßige Saat sorgen. Darüber hinaus dient es der einfachen Umstellung von Fein- auf Normalsaat mittels Schließschieber. Unsere Testmaschine war mit Rotec-Kontrollscharen ausgestattet. Wahlweise verfügbar sind Twintec-Doppelscheibenschare. Rotec-Kontrollschare verstopfen laut Hersteller aber auch bei großen Strohmengen und Pflanzenresten nicht. Bei Feldern, auf denen sich bei der Ernte doch einmal der ein oder andere Strohhaufen ansammelte, kam die Drillmaschine einwandfrei zurecht. Die Ausbildung der Saatrille und die optimale Saatführung in den Boden erfolgen auf der einen Seite durch die Sähscheibe und auf der anderen Seite durch einen Furchenformer. Die elastische Kunststoffscheibe verhindert das Anhaften von Erde an der Sähscheibe, gestaltet die Saatrille mit aus und steuert exakt die eingestellte Sätiefe. Die Kataya gibt es mit 20 oder 24 Säorganen bzw. 15 oder 12,5 cm Reihenabstand. Wir hatten die 24 Schare zählende Version im Einsatz. Die komplette Maschine wird über Isobus gesteuert. Die Software kommt von Amazone. Wir haben das Amazone Amatron 3 Terminal genutzt. Wer möchte, kann natürlich auch direkt das schleppereigene Terminal nutzen. Mit Vorauflaufmarkierern, Striegel und Andruckrollen beinhaltete unsere Testmaschine weitere sehr lohnenswerte Zusatzausstattung. Weitere Details zur Maschine gibt es im Testbericht in der November-Ausgabe 2017 der Fachzeitschrift Agrartechnik. In unserem YouTube-Kanal findet ihr weitere spannende Testvideos zu vielen anderen Maschinen und Geräten.